Mich natürlich so gut es geht, auf all das zu konzentrieren, was hier auf dem Platz bzw. in der Halle sich ereignet, um Ihnen das mit entsprechenden begleitenden Informationen noch rüberzureichen. Ja, das sind also die Vorbereitungen für die Entscheidung um die deutsche Hallenmeisterschaft über 400 Meter der Frauen. Karin Janke im grünen Trikot des VfL Wolfsburg startet auf der Bahn 2. Und ganz innen mit Startnummer 229 bereitet sich hier Ines Conradi vom SCC Berlin vor. Vier Teilnehmerinnen wird es also in diesem Finale nur geben. Das ist im Verhältnis, Karin Janke haben wir hier, im Verhältnis zu dem, was Sie sonst kennen, von der Leichtathletik natürlich weniger. Das hängt logischerweise mit den etwas beengten Verhältnissen hier in der Halle zusammen. Bandagiert der Oberschenkel. Das muss nicht unbedingt gleich eine Verletzung sein, die behindert. Manchmal ist es auch ein bisschen Prophylaxe. Eine kleine psychologische Stütze kann es natürlich auch sein. Und die beiden, die Sie eben im Bild schon gesehen haben, nämlich Ines Conradi und Karin Janke, die werden es dann schließlich zu tun haben mit Gudrun Abt und Linda Casabaca. Da haben wir einen Überblick über das Teilnehmerfeld. Also jene vier Frauen, die sich für dieses Finale qualifiziert haben. Ist ja nicht so einfach, in der Halle die 400 Meter zu laufen. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt einmal an den engen Kurven, das ist nicht jedermanns Sache. Und wenn man da mal irgendwo aus dem Tritt kommt, dann kann es sein, dass man das Rennen schon verloren hat, bevor es so richtig begonnen hat. Karin Janke noch einmal, sicherlich Favoritin, aber auch Gudrun Abt. Die deutsche Rekordhalterin über 400 Meter Hürden hat hier ganz sicherlich ein Wörtchen mitzureden, wenn es um die Titelvergabe geht. Linda Casabaca von der LG Bayer Leverkusen auf der Bahn 4. Zuckte Gudrun ab mal für einen kleinen Augenblick. Das tut erfahrungsgemäß natürlich nicht gut, denn man verliert ein bisschen an Spannung. Sie liegt auch ein bisschen zurück, aber sie ist eine Spätstarterin, wie wir das von ihr ohnehin kennen. Sehr forsch geht Karin Janke natürlich dieses Rennen an. Es ist ja auch eine Frage der Position. Ja, jetzt lässt sie es ein bisschen langsam angehen. Da muss sie aufpassen, dass sie vor der Kurve nicht noch passiert wird von Linda Casabaca. Also Janke, Casabaca und Abt haben sich jetzt schon deutlich abgesetzt. Zurückgefallen Ines Conradi, die will sicherlich keine Chance mehr haben wird bei der Frage, wer wird hier Meisterin? Janke, Casabaca und Gudrun Abt. Ja. Casabaca, das wäre schon eine kleine Überraschung und sie zieht voll durch. Ja, da kommt Karin Janke ein bisschen aus dem Tritt. Also, knappe Entscheidung, aber souverän dann letztendlich doch noch gewonnen. Linda Casabaca in der Zeit von 53,96 Sekunden. Wenn wir es richtig notiert haben, wäre das ihre persönliche Bestleistung in der Halle. Also, sie wirkt gar nicht sonderlich erschöpft, aber ich glaube, sie hat sich schon voll verausgabt hier. Ja, da kommt dieser kleine Rempler, der allerdings die spätere Meisterin Linda Casabaca eher ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat. Also kein Grund für irgendwelche Aufregung oder gar Proteste. Und mich überrascht eigentlich, dass Karin Janke in aussichtsreicher, günstiger Position letztendlich dieses Rennen doch nicht für sich entscheiden kann. Linda Casabaca, hier nicht so hoch eingeschätzt, hat auch ihre Konkurrentinnen überrascht. Da beißt sie auf die Zähne. Zieht vorbei, jetzt an Karin Janke, Ausgangs der Zielgerade. Und wenn man da mal vorbei ist, auf den letzten Metern, da gibt es kaum noch eine Chance gegenzuhalten. Und da sehen Sie auch, dieser Moment, der ist psychologisch natürlich ganz wichtig. Der bringt Karin Janke sogar aus dem Tritt. Also Casabaca, Janke, Abt, die Reihenfolge in der ersten Laufentscheidung des heutigen Tages. Ja, liebe Zuschauer, hier steht die deutsche Meisterin. Ihr erster Titel mit einer neuen persönlichen Bestleistung, Casabaca. Herzlichen Glückwunsch. In der Hand haben Sie schon das Dopingprotokoll. Auch das ist für Sie noch ungewohnt. Ja, klar. Also ich war bis jetzt noch nicht so oft bei einer Dopingkontrolle. Aber naja, wird sich zeigen. Es war doch ein bisschen überraschend, nicht? Karin Janke galt sicherlich als die klare Favoritin. Aber Sie haben dann auf den letzten Metern doch noch den Sieg reingeholt. Ja, das war eigentlich auch meine Taktik, da die Karin sehr viel schneller ist als ich. Dass ich, wenn dann hinten rauskommen muss, ich habe eben versucht, dann die letzten Meter noch anzutreten, das hat ja geklappt. Sie waren dreimal deutsche Jugendmeisterin, gelten als ganz großes Talent, aber man hat gehört, dass Sie den Sport eigentlich nicht so ernst nehmen, sondern so nebenbei. Ist das richtig?
Also nicht so ernst nehmen würde ich nicht sagen, nur ich denke mir, ich kann mich nicht nur auf den Sport verlassen. Deswegen studiere ich nebenbei so, dass ich das Studium auch beenden kann, mich dann darauf verlassen kann. Dann ist das für den Sport auch sicherer, dann ist man nicht so festgelegt und kann das lockerer sehen und ich glaube, dann kommen auch bessere Leistungen raus. Jetzt geht es erstmal nach Glasgow, darauf werden Sie sich konzentrieren, sicherlich für die Europameisterschaften. Und die Chance nach der Zeit 53,96 inoffiziell, das wird sicherlich noch korrigiert werden. Ich weiß nicht, ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Also der Titel kommt für Sie überraschend? Ja, ich habe darauf gehofft, aber ich habe mich erstmal nur auf die Deutschen konzentriert. Also, alles Gute, Linda Kisab. Gerade 15 Minuten ist es her, dass Ulrike Savary deutsche Hallenmeisterin über 60 Meter geworden ist. Das ist eine verdammt kurze Zeit, wenn man jetzt den Titel über 200 Meter noch zusätzlich gewinnen will. Aber zuzutrauen ist ihr das allemal. Sie ist die derzeit stärkste Sprinterin im Bereich des Deutschen Leichtathletikverbandes. Sie ist international, zweifellos erstklassig. Und mir fällt auf Anhieb kaum jemand ein, der sich schlagen könnte, es sei denn, die 60 Meter hat sie noch nicht ganz verkraftet. Auf der Bahn 1, also ganz innen, Andrea Schmidt von der SG Ulm, die im 60-Meter-Lauf auch mit dabei war. Vierte wurde ganz rechts, da haben wir sie im schwarzen Trikot. Andrea Hagen aus Wolfsburg startet auf Bahn 2 und Silke Knoll, von der vielleicht die größte Gefahr für Ulrike Savary ausgehen könnte, von der LG Dortmund startet auf der Bahn 3. Schmidt, Hagen, Knoll und Savary. Eine Runde, die günstige Außenbahn hat Ulrike Savary und sie liegt in Führung. Meine ich jedenfalls aufgrund der Abstände gesehen zu haben. Aber die Frage ist, hat sie jetzt 15 Minuten nach dem 16-Meter-Lauf die Kondition? Silke Knoll kommt auf, aber es reicht. Jawohl, Ulrike Savary, Doppelmeisterin. Zweite in diesem Rennen mit Silke Knoll, Andrea Hagen, dritte. Und die Zeit 23,09 Sekunden. Das ist zweifellos erstklassig. Ulrike Savary. Sie bricht halb zusammen, innerhalb von 15 Minuten zwei Titel geholt, dazu zweimal eine glänzende Zeit über 60 Meter und dann auch über 200 Meter, wenn die denn bestätigt wird, so auf 23 etwa. Wie kommt's? Ich habe ziemlich viel trainiert auf die längere Strecke jetzt, was mir auch für die 60 Meter sehr zugute kommt und sicher auch für die 100 im Sommer. Das ist wieder die alte Ulrike Savary, so wie wir sie kennen von 1988. Im letzten Jahr lief es nicht so toll, woran lag es da? Das war das Zwischenjahr nach den Olympischen Spielen, da hat es an der Motivation gefehlt. Das wird so gewesen sein. Und jetzt in diesem Jahr die Zielsetzung, sicherlich die Europameisterschaft? Ja, die Hallen-EM erstmal und dann die Freiluft-EM. Ich kann noch nicht so reden. Das reicht auch fürs Erste. Wir wünschen Ihnen alles Gute und erstmal eine gute Erholung. Ne? So, nun laufen also zwei technische Wettbewerbe hier im Sindelfinger Glaspalast. Zum Beispiel das Kugelstoßen. Und ich habe einen sehr prominenten Mann, der hier protokolliert, 2,8 Meter groß, hat einen hervorragenden Überblick, ist nämlich der deutsche Hallenmeister des gestrigen Tages oder gestern geworden, Carsten Stolz. Und ich schlage vor, Sie erläutern noch mal ganz kurz, was Sache ist. Wen sehen wir gerade? Jetzt beginnt gerade der sechste Durchgang mit Katja Weiser von der LAC Quelle Fürth. Sie hat schon heute Bestleistung gestoßen mit 18,02 und liegt damit auf dem dritten Platz. Ja, sind wir mal ganz kurz zu sehen, damit man sieht, dass der Carsten Stolz auch tatsächlich unter uns ist. So. Vielleicht noch ein Wort zum Stand überhaupt. Danach kommt Stefanie. Kommt sie als Nächste gleich? Danach kommt dann Stefanie Storb, ja. Sie hat dann zum letzten Mal die Chance, überhaupt noch die Führung zu ergattern. Sie liegt genau 7 Zentimeter hinter der führenden Iris Prozitzka von der LAC Quelle führt. Warten wir es mal ab, ob sie es schaffen kann. Ja, das ist natürlich schon eine Überraschung, dass Stefanie Storb hinten liegt. Sie sah so gut aus. Ja, muss man schon sagen eigentlich. Ich habe ja auch eine Leistung von knapp 20 Metern eigentlich zugetraut heute. Und die Iris Prozitzka war heute sehr stark und das ist natürlich dann auch sehr schwer für die. Steffi, warte mal ab. Ich meine, wir machen das ja nicht von ungefähr, dass wir jetzt Kugelstoßen der Frauen hier einblenden, denn die deutschen Frauen haben ja
international ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Wie sehen Sie das? Ja, gerade in der Hallensaison. Die Stefanie Staub, von der wir eben gesprochen haben, die ist die amtierende Hallen-Europameisterin noch und auch Iris Pacitska schneidet bei diesen internationalen Wettkämpfen immer sehr gut ab. Da haben wir sie. Das ist schwer jetzt mit der Belastung. Gucken, wie sie das nervlich verkraftet. Nein, es reicht war nicht. Auch technisch nein, schon schwer. Unter 19 macht ja. Sie noch unglücklich den Versuch jetzt. Ja, damit müsste Iris Pacitska gewonnen haben und die Entscheidung ist gefallen. Ja, Enttäuschung natürlich für Stefanie Staub. Ja, klar. Ähnlich knapp war es ja gestern auch bei uns. Waren ja. Auch nur 8 cm. Also ich kann ja nachfühlen, weil ich auch erst im 4. Versuch es geschafft habe, die Weite, die nachher zum Sieg gereicht hat, zu stoßen. Und aber Sie können nur bis zum 4. Versuch nachfühlen, denn dann sind Sie Deutscher Meister geworden. Ja, das stimmt auch wieder. Es wird viel über die Kugelstoßer geredet zurzeit und über die Dopingkontrollen, die auch im Training durchgeführt werden. Wie ist denn das bei Ihnen gelaufen bisher? Ja, seit dem Oktober macht der BAL halt ein Pilotprojekt und dort sind eben die gesamten Kugelstoßer des A-, B- und C-Kaders in einem Topf. Alle 2 Wochen werden daraus Lose gezogen und innerhalb von 24 Stunden bekommt der jeweilige Athlet, der gezogen wurde, halt Nachricht, dass er innerhalb dann von den nächsten 24 Stunden meistens an seinem Olympiastützpunkt zu erscheinen hat, um dort dann eine Urinprobe abzugeben. Und diese gesamte Aktion finde ich eigentlich sehr gut, weil gerade bei uns ja im Kugelstoßen immer nachgesagt wird, dass wir mit solchen Mitteln arbeiten und so können wir jetzt endlich mal beweisen, dass wir eigentlich alle sauber sind und auch das Ergebnis insgesamt gestern bei den Männern war das Beste, was wir seit langem hatten und das ist eigentlich schon ein Beweis dafür, dass wir solche Mittel eben nicht brauchen. Sie fahren also froh gelaunt, aber jetzt müssen wir uns natürlich hier nochmal konzentrieren, denn das ist die neue deutsche Hallenmeisterin, das kann man jetzt schon sagen. Sie kam übrigens direkt aus einem Trainingslager in Lanzarote, gestern erst angekommen. Ja. Und sie strahlt schon. Kann man denn da jetzt überhaupt noch ein Ding bringen? So ähnlich ging es mir ja gestern auch. Ich wollte auch unbedingt noch die 20 Meter stoßen, aber die Spannung war doch etwas weg. Aber warten wir ab. Nein, auch nicht. 18,5 ungefähr. 1500 Meter. Ja, damit haben wir die entscheidende Phase des Kugelstoßens der Frauen tatsächlich miterlebt. Die beiden Konkurrentinnen links eben verschwinden. Stefanie Staub, nur Zweite. Iris Pacitska greift sich an den Kopf. Dankeschön, Carsten Stolz, dass Sie A, so exakt und genau hier dieses Protokoll geführt haben. Und ich wünsche Ihnen für die Hallen-Europameisterschaften alles Gute. Die 19